Das Zentrum der Halle ist eigentlich offen, auch für jedermann, der hier so ist. Ne? Da kann man sich irgendwie hinsetzen. Zweimal im Jahr gibt es eine Party, deswegen hängt hier auch eine Spiegelkugel und so ein bisschen Licht. Da habe ich mir so ein bisschen meinen Kindheitstraum von der eigenen Disco erfüllt. Das war ja auch so mein Wunsch, ne? Eine ganz gute Community. Also wir kochen ja auch mal zusammen was oder schmeißen den Grill an. Ja, hier oben auf die Container sollen noch so ein paar, also eine Art Terrasse und eigentlich vier so kleine Schrebergärten, sowas in der Art. Da gibt es auch fast schon eine Warteliste für. Das ist einfach so ein kleiner Ort, wo man mal sein kann und ein Buch lesen und ja, sein Basilikum züchten. Das ist eigentlich ein Prototyp von einem Hotelzimmer in einem Standard-Seekontainer. Totschick eingerichtet. Das sind 14 Quadratmeter ungefähr. Alles drin, was so der Messegast oder wer auch immer irgendwie braucht. Wir sind jetzt auf meinem Hausboot Platypus. Und das wird gerade nochmal renoviert. Hier habe ich 6 Jahre gewohnt, bis vor 2 Jahren. Und jetzt werde ich es wohl verkaufen. Das Problem immer bei Hausbooten ist das Abwasser. Und dafür gibt es hier tatsächlich keine Lösung. Deswegen hatte ich eigentlich fast immer so eine Campinglösung mit Badezimmer bei mir in der Halle beziehungsweise auf der Werft und Wasser aus Kanistern und so weiter. Also es ist schon immer so ein bisschen Camping-Feeling, aber da gewöhnt man sich dran. Also ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Ich habe halt mit 3 Jahren, glaube ich, schon mein erstes kleines Segelboot gebaut. Gelernt habe ich mal vor 100 Jahren Radio-Fernsehtechniker, wobei ich heute nie mehr in den Fernseher reingucken würde. Das Wichtigste, finde ich, immer im Leben ist, man darf keine Angst haben, Fehler zu machen. Also man macht was, man macht auch viel falsch, aber dann lernt man halt und macht es nochmal und das nächste Mal wird es besser. Die erste Nacht war super, da stand es noch an Land. Interessanter war natürlich der Tag, wo es ins Wasser kam mit Kran. Das war mehr als aufregend. Also da habe ich mir doch fast in die Hose gemacht. Wenn es dann so kurz platscht und dann sieht man, oh, es schwimmt. Und die erste Nacht auf dem Wasser, die war natürlich dann besonders spannend. Da gibt es dann ganz neue Geräusche und es bewegt sich alles so ein bisschen und so. Ja, aber, ne, wie sagt man, nichts ist so schlimm wie ein erfüllter Traum. Also ab da geht es eigentlich dann nur noch abwärts. So. Ich meine, ich sage das im Moment noch so leicht, wenn es dann ernst wird, der Verkauf, dann muss man noch mal sehen. Aber im Moment freue ich mich auch wieder auf was Neues, klar.